praktisch, was auch immer, auf Twitch live streamen. Und der Grund für diesen Teststream ist, wenn ihr hinter mich guckt, da haben wir dann irgendwelche Schlieren. Diese Schlieren, die ihr hier im Video grau seht, sind eigentlich grün, weil ich habe seit, lass mich raten, gestern einen sogenannten Greenscreen in meinem Keller stehen. Also nicht permanent, weil der ist ziemlich groß und steht ziemlich im Weg, sondern der hat zwei schöne Dreibeinstative mit Stangen senkrecht nach oben, also, und dann drüber eine Stange, auf der quasi der Stoff befestigt ist, weil der Stoff hat eine Schlaufe, also das ist wie eine Vorhangstange. Ich habe also hier einen irgendwie 2 Meter mal 2 Meter oder was auch immer grünen Vorhang hinter mir hängen. Und der schöne Punkt ist, wenn man mit OBS Studio streamt, dann kann man bei der Kamera sagen, hey, mach mal einen Chroma Key. Das heißt, der filtert alles Grüne raus und ersetzt es durch Transparenz. Jetzt hinter mir seht ihr es grau, weil halt einfach alles grau ist. Aber ich schalte jetzt mal eine Szene weiter. Ihr seht jetzt dann mein aktuelles Malprojekt aus meinem Krita-Kurs, den ich gerade mache. Also das ist jetzt nur, um euch zu zeigen. Man sieht also den kompletten Screenshot von meinem Hauptmonitor. Und hier unten in der Ecke rechts unten seht ihr meine blöde Visage und ihr seht so semi-transparent trotzdem das komplette Bild hintendurch, halt nur semi-transparent, weil halt meine Beleuchtungsverhältnisse hier unten auch etwas suboptimal sind. Also es ist nicht komplett schwarz. Aber ich kann jetzt noch eins weiterschalten. Ich habe also ein weiteres Setup, wo ich nicht nur der Kamera Chroma Key zugeordnet habe, sondern der Szene Chroma Key. Und wenn ich da jetzt weiterschalte, guckt mal hier, diese Ananas hat grüne Haare und das Karo-Muster ist auch grün. Und wenn ich jetzt auf diesen zweiten Szenenmodus schalte mit Chroma Key in der Szene, da seht ihr, dass die Ananas jetzt schwarze Haare hat und das auch alles schwarz ist. Also das ist quasi die Funktion vom Chroma Key Filter. Ich mache dich schwarz, beziehungsweise ich mache dich transparent, in dem Fall eben schwarz, weil hinter dem Bildschirm in meiner Szene nichts mehr ist. Wenn dahinter jetzt ein Bild wäre oder so, dann könntet ihr das Bild sehen. Aber ich habe hier nur ein Videoaufnahmegerät, ich im Vordergrund und eine Bildschirmaufnahme und es gibt keine dritte Bildebene, wo was durchscheinen würde, weil sonst wird es eben in dieser Frisur von dem Ananas-Ding durchscheinen. Ja, das war jetzt mein Test. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. 3,5 Minuten, das sollte reichen, um Chroma Key zu erklären. Und ja, den Greenscreen gibt es bei Amazon. Also das Tuch selber war irgendwo um die 30 Euro und das Stativ, um es schön zu montieren und wieder abbauen zu können, weil Stativ selber, wenn man zusammen faltet, braucht relativ wenig Platz. Also auch in meinem beengten Keller bringe ich das unter, wenn ich es nicht brauche, dann kann ich es relativ einfach zur Seite stellen und wenn ich es brauche, dann ist es in, sagen wir mal, 3 Minuten aufgebaut und ich kann streamen. Und das Schöne ist halt, dass ihr hinter mir, also wenn ich jetzt wieder auf das Video zurückschalte, ich habe es jetzt extra auch in der Kamera so, dass ich nicht die komplette Auflösung habe, weil hier links und rechts von mir ist dann das grüne Tuch zu Ende. Da würdet ihr dann wieder Möbel sehen. Und das Schöne ist halt, dass ich jetzt streamen kann, ohne dass jemand das Bücherregal und das Klavier hinter mir sieht. Und ich mache ja gerade selber wieder einen Videokurs für Udemy und da sieht es natürlich viel professioneller aus,
wenn man vor so einem semi-transparenten Hintergrund ist und nur quasi der Mensch an sich zu sehen ist und halt ein bisschen ein Grauschleier, aber kein irritierendes Bücherregal oder sonst was. Also für mich muss ich sagen, es war nicht ganz billig, dieser Greenscreen, aber es hat sich gerechnet und es hat sich rentiert. Ich bin zufrieden und was will ich mehr? Ja, dann danke fürs Zuschauen und jetzt halte ich es wieder an.